Was, so könnten wir fragen, liebe Schwestern und Brüder, was ist eigentlich so schwierig an unserem Evangelium? Warum löst das ja bis in unsere Tage solche Diskussionen aus? Die Frage nach der Ehe und nach der Ehescheidung. Die Dinge sind klar, oder? Aber eben das ist der Punkt. Meine Vermutung ist, sie sind eben nicht klar. Und die Unklarheit über die Dinge, von denen wir hier reden, beginnt sehr, sehr früh. Und die Unklarheit ist sehr fundamental. Wenn es so etwas gibt wie Zufall, bin ich heute per Zufall auf eine für mich zumindest sehr erleuchtende Bemerkung gestoßen, die uns vielleicht dann noch einmal den Hintergrund klar macht. Und ich hoffe, es geht Ihnen beim Hören wie mir beim Lesen. Nämlich, dass wir Klarheit gewinnen. Da spricht ein Theologe von der Genealogie des Teufels. Und zwar mit dem Satz, wenn man das jetzt laut sagt, beziehen wir alle Prügel, aber ich zumindest. Der Satz, alle Menschen sind gleich. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir würden diesen Satz möglicherweise sofort unterschreiben, aber wir wissen, dass er nicht wahr ist. Kein Mensch ist wie der andere. Menschen sind eben nicht gleich. Gleichheit gründet auf der Leugnung aller Verschiedenheiten. Doch da die Verschiedenheiten existieren, ruft der Wunsch nach Gleichheit zum Kampf gegen die Verschiedenheiten auf, um so den Menschen die Gleichheit aufzuzwingen und, was schlimmer ist, die Unterschiede abzulehnen, die das innerste Wesen des Lebens ausmachen. Jede Person, sei sie nun Mann oder Frau, die nach Gleichheit begehrt, ist bereits entleert und unpersönlich. Denn eine Persönlichkeit wird ja gerade dadurch gebildet, was sie von anderen unterscheidet, sie dem absurden Gesetz der Gleichheit nicht unterwirft. Was anderes ist Liebe, worin die Zweiheit als Mann und Frau des Menschen wurzelt. Es liegt also hier kein Fehler vor, den man beheben müsste, den die Menschheit durch Gleichmacherei korrigieren müsste, kein Mangel oder Unfall. Vielmehr ist dieser Unterschied der erste und höchste ontologische, also seinsmäßige Ausdruck des eigentlichen Lebens. Hier ist die persönliche Erfüllung in der Liebe, in der Selbsthingabe erreicht. Hier erfolgt der Sieg über das Gesetz. Hier stirbt die Selbstbestätigung des Mannes als Mann und der Frau als Frau. Das alles bedeutet, dass es Gleichheit nicht gibt, sondern einen ontologischen Unterschied, der die Liebe möglich macht. Das heißt Einheit, nicht Gleichheit. Gleichheit setzt die Existenz vieler Gleicher voraus, die niemals zur Einheit werden können, denn das Wesen der Gleichheit ist sorgfältiger Selbstschutz. In der Einheit verschwinden die Unterschiede nicht, sondern sie werden Einheit, Leben, Schöpferkraft. Das Männliche und das Weibliche sind Teil des Wesens dieser Welt, doch nur ein menschliches Wesen verwandelt sie zur Einheit der Familie. Die Abneigung unserer Kultur gegen die Familie gründet in der Tatsache, dass die Familie die letzte Bastion ist, die das Böse der Gleichheit aufzeigt. So beobachtet ein Theologe vor 40 Jahren in Amerika und schreibt es in sein Tagebuch. Wir werden heute Zeugen, jeden Tag neu, genau dieser Entwicklung. Und zuweilen mag man fragen, gibt es in der Kirche die Stimme Jesu noch, die wir eben im Evangelium hörten?